I have 50,000 outlying in all Elbert Group. Mm. Now with every stand, I have to be successful on the 20,000 patients in the tire. I'm not going to Nee, sie dürfen mir ja nicht die Hand geben, ne? Oder? Baraka ala Hufik. Du bist keine Frau, ich darf dir die Hand geben. Also, ich dachte, man darf einen Kufr keine Hand geben. Nein, guck mal. Ein Kafir ist jemand, der an den Koran nicht glaubt und an den Prophet Muhammad nicht glaubt und beide leugnet. Und wir sind verpflichtet, mit jedem Kafir Dawa zu machen. Ja? Aber unter das unter die Bezeichnung eine Sache, die uns eint. Aber unter die Bezeichnung Kafir denken oder verstehen viele Menschen hier in Deutschland Kopf ab. Mhm. Ja? Das ist ein falsches Verständnis. Mhm. Und das kommt nur durch die zionistischen Medien, die die Menschen hier versuchen zu verderben. Mhm. Ja? Und Hass zwischen Islam und Christentum zu schüren. Mhm. Ja? Allah nennt alles beim Namen. Ja? Der Muslim ist Muslim, der Kafir ist Kafir. Kafir ist jemand, der den Koran leugnet und die Botschaft des Allmächtigen Gottes nicht folgt. Ja? Herr Ibrahim Nagi, es ist mir eine totale Ehre, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich habe auch schon viele Videos von Ihnen gesehen. Mhm. Dürfte ich Ihnen denn als Muslim heute eine Frage stellen? Ja. Und zwar, wenn wir beide in dieser Sekunde jetzt sterben würden, ja, und Sie würden vor Allah stehen, ja, und Allah müsste jetzt entscheiden, kommen Sie ins Paradies, mhm, oder in die Hölle. Mhm. Ihrer Meinung nach, mhm, wie würde Allah entscheiden? Die Entscheidung liegt im Koran. Allah sagt im Koran, Inna dina and Allah al-Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam. Und wer zu Allah zurückkehrt ohne Islam, nimmer wird von ihm seine Religion akzeptiert werden und er ist unter den Verlierern. Das heißt, du bist unter den Verlierern ohne Islam, wenn du zu Allah zurückkehrst. Guck mal, das sind nicht meine Worte. Ja, das weiß ich. Die Stelle kenne ich auch. Ja. Aber ich habe Sie ja persönlich gefragt, was, wenn Sie jetzt in dieser Sekunde, also Sie werden keinen Herzinfarkt bekommen, aber angenommen, wir würden jetzt sterben. Und wo würden Sie hingehen? Das weiß nur Allah. Alhamdulillah. Sie haben geantwortet wie ein aufrichtiger Muslim. Ja, das weiß nur wie ein Allah. Richtiger Muslim. Und ich bitte Allah, dass Allah mir meine Sünde mir vergeben hat. Denn große Gelehrten des Islam haben geweint am Sterbebett, weil sie Angst gehabt haben, dass Allah ihre Sünden ihnen nicht vergeben hat. Allah sagt im Koran, nur die Kuffar sind sicher über die Liste Allah. Das heißt, nur die Kuffar sind nachlässig. Ich bin vielleicht der am meisten Angst vor der Hölle in Deutschland hat, obwohl ich fast jeden Tag von der Hölle rede, ja, und die Menschen versuchen, mit Allahs Erlaubnis vor der Hölle zu kommen. Ja. Und so soll das auch sein, weil Sie sind ein richtiger Muslim, so wie der Koran es sagt und so wie auch Mohammed es sagt in Sure 46, ich weiß nicht, wohin ich gehe und ich weiß nicht, wohin ihr geht. Würden Sie mir denn erlauben, Ihnen kurz zu erzählen, warum ich die Hoffnung in mir trage, dass wenn ich in dieser Sekunde sterben würde, ins Paradies gehen würde? Ja, bitte. Sehr gern. Also es ist nur ein Bild. Ja. Also angenommen, das wäre das Paradies und das wären Sie oder ich, das heißt der Mensch. Dann sagt jede Religion, auch der Islam, dass der Mensch diese Reise machen muss, das heißt diese Richtung gehen muss. Im Islam wäre das, und Sie müssen mich korrigieren, durch das Einhalten des Salat, Zakat, Shahada, Hajj, Saum, wenn ich das halte, aber von Herzen, dann komme ich vielleicht, inshallah, ins Paradies. Durch die Barmherzigkeit Allahs. Durch die Barmherzigkeit Allahs. Für uns ist Isa Masih so wie dieses Taschentuch, also nicht so zerknittert, aber rein, sauber. In Sure Al-Imran 39 heißt es, er ist der Kidis, er ist der Heilige in der Sure. Al-Quddus. Quddus, Entschuldigung. Afwan. In Sure Mariam, Ayah 19, sagt Jibril zu Mariam, ich schenke dir einen reinen Sohn, einen keuschen Sohn. Nicht Jibril, das ist Allah, der spricht durch die Zunge, Jibril. Die Korrektur nehme ich auch gerne an. So, weil Isa Masih weiß, keiner diese Reise schafft, weil nobody is perfect.
Inshallah. Das ist richtig, ja. Tut er das Außergewöhnliche. Und es ist mir heute so eine Freude und so eine Ehre, Ihnen auch sagen zu dürfen, er macht genau das Gegenteil von Religion. Warum? Weil er Sie so sehr liebt, Herr Ibrahim Naji. Er kommt zu uns. Deswegen sage ich Gegenteil von Religion. Sein Ru'Allah wohnt in einem schwachen Leib. Denn für uns als Christen ist Jesus dem Körper nach 100% Mensch, Sohn von Mariam, dem Geist nach ist er Ru'Allah, Kelimat Allah. Ru'Allah, Ru'Allah bedeutet ein Ruh von Allah, eine Seele von Allah. Mhm. Ja, weil viele Leute verstehen das falsch. Ja. Ru'Allah interpretieren einige Menschen, ja. Ja, göttliche Seele. Ja. Das kommen falsch. Wir gleich noch drauf. Okay. Da würde ich gerne mit Ihnen gleich noch drüber diskutieren. Ja. Und er wird unser Bodyguard. Mhm. Ich habe gehört in Ihren Videos, Sie kommen aus Palästina. Richtig. Alhamdulillah. Mhm. Angenommen, Sie wären ein großer palästinensischer Politiker, mhm, und ich wäre Ihr Bodyguard. Ich sehe zwar nicht so aus, aber wir nehmen das mal an. Dann muss ich alles tun, um Ihr Leben zu beschützen. Mhm. Selbst wenn jemand auf Sie schießt, ich muss mich vor Sie stellen. Schutz, ja. Mich trifft die Kugel, ich sterbe, Sie leben. Mhm. Wir als Christen glauben, dass Isa Masih aus Liebe das für uns alle getan hat. Sura As-Saffat 107. Er, Allah, hat ihn, Ismail, ausgewechselt durch ein außergewöhnliches Opfertier. Wer das glaubt und sein Leben anvertraut in Isa Masih, ist halal. Vorher waren wir haram und er bringt uns ins Paradies. Und ich bin heute hier, ich bin heute so glücklich, heute ist mein Glückstag, Ihnen sagen zu dürfen, dass Sie wertvoll sind für Gott, dass Gott Sie liebt. Und dass Gott sie so sehr liebt, dass er all ihre Sünden bezahlt hat in einem Retter. Dieser Retter heißt Isa Masih, Jesus Christus. Guck mal, das ist erstmal, das freut mich, mit dir zu diskutieren. Ja? Shukran. Wir sind sowieso Gläubigen, die an Isa a.s. glauben als Prophet Gottes, lieben ihn, ehren ihn. Und wenn das so ist, was du sagst, wir kommen sowieso durch diese Aussage ins Paradies. Ja? Aber dieses Wesen von Isa a.s. haben leider viele, viele Christen falsch verstanden. Allah, der Allmächtige, hat uns aus Erde erschaffen und die Seele in Adam eingehaucht. Ja? Und hat die Engel und Iblis, der Anführer der Geisterwesen, befohlen, sich für Adam niederzuwerfen, Adam zu begrüßen. Ja? Sura Al-Hijr, Vers 9. Genau, weiß ich nicht. Also, ich kenne den Koran nicht auswendig, aber ich hoffe, du hast recht. Wir haben mit Ihrem Kollegen eben noch den Vers gelesen. Okay, jetzt. Der Iblis war hochmütig, arrogant, hat sich nicht, hat Adam nicht begrüßt. Die Tatsache, dass er sich den Befehl des allmächtigen Gottes widersetzt hat, hat Allah ihm die ewige Verdammung in der Hölle versprochen. Er sagte und bat Allah darum, O Allah, gewähre mir Zeit, bis zum jüngsten Tag, ich werde dein Diener oder diese Menschen, die du höher gestellt hast als ich, werde ich in die Ehre führen und du wirst sehen, dass die meisten unter ihnen undankbar sind. Wir sehen, dass heutzutage auf Allahs Erde leben die Menschen, bezahlen keine Miete, genießen Allahs Gaben und sind undankbar. Jetzt, Allah hat Adam gesagt, der Teufel, Iblis, ist dein Feind. Nimm ihn als Feind. Ja? Dann kam danach Iblis, der war schon im Paradies mit Adam und Eva zusammen, und hat bei Allah geschworen, ihnen gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, was Allah euch verboten hat, ihr werdet Engel werden und ihr werdet ewig leben. Ja? Und Adam hat von diesem Baum... In der Bibel steht sogar, ihr werdet Gott werden. Aber ihr werdet ewig leben. Mhm. Weil die Engel, die leben ewig. Ja? Und dann, das war auf Deutsch gesagt, er hat sie veräppelt. Ja? Ja. Aber die Tatsache, dass er bei Allah geschworen hat, war für Adam eigentlich eine Sache, die unmöglich ist. Wie kann der Teufel bei Allah schwören? Er weiß, wie mächtig Allah ist. Dann hat er von diesem Baum gegessen,
natürlich unter der Hoffnung, dass Iblis die Wahrheit sagt. Ja? Weil das ist der Mensch. Der Mensch ist gierig. Der Prophet Muhammad sagte, wenn du dem Sohn Adam einen Fluss aus Gold gibst, der will zwei. Adam war auch gierig. Ja? Er wollte ewig leben. Und er wollte Engel werden. Ja? Allah hat die drei auf die Erde herabgesandt. Und bevor Allah Adam und Eva zur Erde herabgesandt hat, hat er ihnen gesagt, wenn meine Rechtleitung zu euch kommt, derjenige von euch, oder Nachfahren, der meine Rechtleitung folgt, der braucht keine Angst zu haben und der braucht sich keine Sorgen zu machen. Und das ist ja schon der erste Punkt, den wir erreicht haben, der wichtige Punkt eben von unserem Gespräch, richtig, der Unterschied zwischen dem Propheten Adam, mhm, und dem Propheten Isa Masih. Ich komme dazu. Mhm. Ja, ich erzähle diese Geschichte, damit ich zu Isa komme. Mhm. Ja. Im Laufe der Geschichte, ja, kam der verfluchte Iblis und sein Nachfahren, die Satane, und haben die Menschen immer verleiht, Sünden zu machen. Und haben die Menschen von Allahs Weg abgeirrt. Das ist deren Funktion. Ja? Die stehen, außer einem. Die stehen, welchen? Isa Masih. Und die Propheten alle. Ja. Ja? Der Prophet Muhammad a.s. sagte, auf jeden von euch ist ein Satan eingesetzt worden. Versucht jeden von euch in die Irre zu führen. Dann fragte ihn seine Frau, und auf dich auch? Er sagte, auf mich auch, aber Allah hat aus ihm einen Muslim gemacht. Denn die Nachfahren von Iblis, ja, einige sind Muslime, einige sind Christen, einige sind Buddhisten, die folgen die Menschen auf der Erde. Sie leben mit uns und die Satane beschäftigen sich nur mit den gläubigen Menschen. Die versuchen, diese gläubigen Menschen in die Erde zu schicken. Jetzt. Im Laufe der Geschichte hat Allah 124.000 Propheten entsandt. Und Gesandten entsandt, die immer mit einem heiligen Schrift zu den Menschen gekommen sind. Was war die Botschaft von Adam? Was war die Botschaft von Isa? Was war die Botschaft von Musa? Was war die Botschaft von allen Propheten? Dient dem allmächtigen Gott alleine und setzt ihm kein Götter bei. Mit nur einem Unterschied, dass alle Propheten Sünder waren, mhm, und Isa Masih der Einzige, der heilig war. Aber heilig nicht im Sinne von, wenn Allah ihn oder Jesus mir die Sünden vergibt, dann werden wir zu Heiligen, mhm, sondern er war heilig von Anfang bis Ende. Okay. Sure Mariam, Ayah 19, ja? Ich schenke dir einen heiligen Sohn. Mhm. Und das ist ja auch der Beweis für uns als Christen, mhm, dass Isa Masih dem Geist nach, mhm, Ruh Allah ist, dass er Gott ist. Das Wort, ne? Wort Ruh Allah heißt die Seele von Allah. Ja? Alle unsere Seelen, meine Seele ist auch von Allah, deine Seele ist auch von Allah. Mit einem Unterschied, dass wir gesündigt haben. Wir haben alle gesündigt. Moment. Und Isa Masih hat erwiesen, dass er Gott ist. Moment, die Propheten haben nicht gesündigt. Propheten haben Fehler, menschliche Fehler gemacht. Das müssen Sie mir beweisen, okay, weil ich kann Ihnen nach dem Koran beweisen, dass alle Propheten gesündigt haben. Kannst du mir meinen Koran geben? Ja, Moment, Moment. Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Fehler. Wo steht das? Wo steht das im Koran und wo steht das in den Hadithen? Ja. Das ist nämlich eine Interpretation, nehme ich an. Der Prophet Muhammad, der war ein Mensch, genauso wie du und ich. Mhm. Und alle Propheten des allmächtigen Gottes waren normale Menschen. Mhm. Ja? Die haben alle Fehler gemacht, aber keine Sünde begangen. Allah hat sie beschützt, alle. Mhm. Vor dem verfluchten... Moment. Ich komme dazu. Mhm. Vor dem verfluchten, mhm, Satan. Mhm. Es gibt ein Vers im Koran, mhm, wo Allah bestätigt, dass Allah den Prophet Muhammad a.s. bewahrt hat. Bewahrt und allen Gesandten, damit sie ihre Botschaften, damit sie seine Botschaft verkünden können. Mhm. Ja? Aber eigentlich sagt der Koran ja über alle Propheten, über Adam, über, mhm, Musa, über Daud, mhm, über Nuh, Yunus, Yusuf und sogar ihren höchstgeschätzten Propheten Muhammad,
dass sie alle Sünder waren. Nein. Und so heißt es auch Sünder in der Sure. Hier heißt es ja. Al-Fat. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden, steht nicht Fehler, vergebe, was vorher war und später sein wird. Vorher, heute vor dem noch, Islam. Und vor, heute habe ich noch gelesen in Sure Sahih Bukhari, Buch Nummer 8, Hadith Nummer 407, da betet Muhammad als Invocation, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, als Ausrufung, vergib mir, Allah, alle Sünden, die ich im Geheimen und die ich im Öffentlichen getan habe. Und so spricht also aus dem Koran und aus den Hadithen Mohammed mit eigenen Worten, dass er ein Sünder ist. Das ist, guck mal, man muss den Koran richtig verstehen. Allah, legt Worte in den Mund von dem Propheten Muhammad und sagt, sag, das ist für deine Umma, das heißt für uns allen. Ja. Der Prophet Muhammad ist ein Gesandter des allmächtigen Gottes und hier ist die Rede, O Allah, vergib mir meine vorherigen Sünden, das gilt für uns allen, ja? Nicht nur für den Propheten. Das ist Ihre Interpretation, aber das steht nicht so im Koran. Lassen Sie es uns nochmal lesen. Nochmal, ja. Das ist ein Bittgebet. So, gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden, nicht von unseren, von deinen Sünden vergebe. Ich kann jetzt leider kein Arabisch, sie sind mir im Vorteil. Ja, Moment. Bitte schön. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Wir haben dir einen großen Sieg gegeben. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik. Ja, was heißt? Komm, du musst verstehen, der Prophet Muhammad al-Salam ist mit 40 Prophet geworden. Ja? Isa war vom Anfang an Prophet. Ja? Das ist der Unterschied. Dazu, und der Unterschied ist, dass er dem Geist nach Ruh Allah ist, dass er Gott ist. Nein. Das ist Ruh der größte Unterschied. Seele. Ruh heißt Seele. Ja? Jetzt kehren wir zu diesem Bittgebet. Alle Propheten, ja? Alle Propheten, bevor sie Propheten bevor sie zum Prophetentum aufgerufen worden sind, waren ganz normale Menschen, haben Sünden gemacht, haben Fehler gemacht. Ja. Aber als Allah sie gerufen hat oder sie beauftragt hat mit seiner Botschaft, hat Allah sie geschützt, dass sie keine Sünden begehen. Ja. Und trotzdem sagt Muhammad in Sure 46, Muhammad Vers 9, sagt gar nichts. Sagt Allah zu Muhammad, ja. Danke, Shukran. Bitte. Sagt er zu ihm, sag, ich weiß nicht, wohin ich gehe und ich weiß nicht, wohin ihr geht. Das heißt also, er war sich, wie jeder aufrichtige Muslim, nicht sicher, ob die Taten, die er getan hatte, seine Sünden aufwiegt. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen Religion, ich spreche allgemein, nicht Islam, sondern Religion. Religion sagt immer, du musst tun, dann kommst du vielleicht ins Paradies. Und Jesus sagt, ich habe alles getan. Du brauchst gar nichts zu tun. Ich habe, Du hast die grüne Paradieskarte. Ich komme gleich dazu. Du kannst nichts tun, denn weil niemand kann seine Sünden auslöschen. Schauen Sie, das ist so, wie wenn ich jetzt in alle Geschäfte schon zu. Aber da, Nordsee ist noch offen. Und ich würde mir dort ein Halal-Fischbrötchen holen. Und ich würde, Sie kommen Fisch aus Palästina. Ist immer Halal. Alhamdulillah.